Unweit von Mechernich in der Nordeifel liegt am Fuße des sogenannten Pflugberges das 320 Seelen zählende Dorf Kallmuth. Am Ortsrand erhebt sich die heutige katholische Pfarrkirche, die Ende des vorigen Jahrhunderts im neuromanischen Stil erbaut wurde und dem heiligen Georg geweiht ist. Auf dem Friedhof, der 1824 neben der damaligen Georgskapelle angelegt wurde, sind zum Allerheiligenfest die Gräber mit frischen Blumen und Kränzen besonders geschmückt. Wie es in vielen katholischen Gemeinden üblich ist, gedenkt man auch hier in Kallmuth am 1. November der verstorbenen Angehörigen. Am Nachmittag finden sich die Dorfbewohner ein, um nach der Andacht an der Allerheiligenprozession zum Friedhof teilzunehmen, der Gräbersegnung beizuwohnen und im Gebet sich ihrer Toten zu erinnern. Auch die Familienmitglieder, die aus dem Geburtsort verzogen sind, kehren an diesem Tag in ihre angestammte Heimat zurück, um gemeinsam mit den Verwandten das Grab der Eltern und Großeltern zu besuchen. Früher war es auf dem Lande Brauch, dass die Prozession erst am Allerseelenfest, das am folgenden Tag begangen wird, morgens nach der feierlichen Totenmesse zum Friedhof zog. Geistliche begibt sich zum Priestergrab, wo die verstorbenen Seelsorger der Pfarrgemeinde bestattet sind. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, bei dir finden wir Leben und Glück. Durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns vom ewigen Tod befreit. Sei gnädig mit unseren Schwestern und Brüdern, die auf diesem Friedhof bestattet sind. Sie haben die Auferstehung deiner Gläubigen gemeinsam mit uns bekannt. Schenke ihnen nun Anteil an den Freuden der ewigen Seligkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gemeinsam ein Vaterunser sprechen für all unsere lieben verstorbenen Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, schenk den Verstorbenen deinen Frieden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Wenn die religiösen Zeremonien gemeinsam vollzogen sind, haben nun die Familienangehörigen Gelegenheit, sich an den Gräbern im stillen persönlichen Gebet der Verstorbenen zu erinnern. Zum Grabschmuck gehören auch die Lichter, die bereits an den vorhergehenden Tagen aufgestellt wurden. Man muss neue Kerzen entzünden, damit auch während der Nacht zum Allerseelenfest, das als eigentlicher Totengedächtnistag gilt, die Grableuchten zum Troste der armen Seelen brennen. Zum Andenken an die verstorbenen Gemeindemitglieder kennt man in Kallmuth bis heute noch einen besonderen Brauch, der als Allerseelengebet
oder als aller Seelen Singen bezeichnet wird. Nach der Gedenkfeier auf dem Friedhof ziehen die Junggesellen von Haus zu Haus, um Geldgaben zur Lesung von Totenmessen zu sammeln. Die Gaben, die uns geht, die tut euch selber an, der Weg zum ewigen Leben, da ist kein Zweifel dran, da ist kein Zweifel dran, Jonas. Weil die Heische-Verse in einem undeutlichen Sprechgesang vorgetragen werden, heißt das aller Seelen singen im Volksmund Brabbeln. Den eigentümlichen Brauch pflegt die männliche Dorfjugend heute nur noch in 9 Eifelgemeinden. In anderen rheinischen Landschaften hingegen ist er nicht überliefert. Seit alters her kennt man den Heische-Gang an aller Seelen in den Orten Lorbach und Bergheim, die zur Pfarrei Kallmuth gehören. Ebenso in einigen wenigen Voreifeldörfern in der Umgebung von Euskirchen. Auf ihrem Rundgang durch den Ort sind die jungen Burschen mit einem Kästchen und einem Korb oder einem Sack ausgerüstet, die zur Aufnahme der gesammelten Geldspenden und Naturalgaben bestimmt sind. Wenn die Sänger das Haus betreten, wo sich die ganze Familie versammelt hat, tragen sie ihren Bittspruch vor. Gott grüßt alle Ehren, die Ehren und Zeit. Gott grüßt die armen Seelen, die im Fegfeuer sind, die im Fegfeuer sind. Die Gärtchen und die Brückenhöhlchen da, die Orgen, die Brigade und die Gott und die Glas. Und wir werden weg von Knödelbüll, der Leichen Schlaufion, der Leichen Schlaufion. Die Jungfräuschen waren die Ehren, so wie sie mehr im Stamm. Sie gaben 7 Eier und die in 10 Hirn. Mehr nach Version. Die Gaben, die uns geht, die tun euch selber an, der Weg zum Leben reden, da ist kein Zweifel dran, da ist kein Zweifel dran, Jodorf. Das 5-strophige Allerseelengebet verbindet die Bitte um Gaben zum Gedächtnis an die Verstorbenen mit dem Hinweis auf den jenseitigen Lohn, der den Geber erwarten wird. Wir danken für die Gaben, die uns abgetan sind, für eure Seelen, bei Gott die Schritte schauen, bei Gott die Schritte schauen, Jona. Die Sänger verabschieden sich mit einem 4-zeiligen Dankesreim, der noch einmal den Segenswunsch für die Hausbewohner Nachdruck verleiht. Wir danken für die Gaben, die ihr uns habt getan. Sie sollen für eure Seelen bei Gott geschrieben stehen. Die beiden hochsprachlichen Strophen, die den eigentlichen Sinn des Gebets für die armen Seelen beinhalten, sind in dieser Form allgemein bekannt, während die 3 mittleren Mundartstrophen nur in der Pfarrei Kallmuth überliefert sind. An dem Umzug beteiligen sich etwa 15 bis 20 Junggesellen. Mancherorts sind die 8- bis 15-jährigen Messdiener für den Heischegang zuständig. Die Gaben, die uns gibt, die tut euch selber an, der Weg zum ewigen Leben, da ist kein Zweifel dran, da ist kein Zweifel dran, Jonas. In das Zigarrenkästchen kommt das Geld für die Seelenmessen. Im Korb oder in einem Sack werden die Äpfel gesammelt, die den Brabblern als Belohnung zustehen. Vielen Dank für die Gaben, die uns abgetan sind, für eure Seelen, bei Gott die Schritte schauen, bei Gott die Schritte schauen, Jonas. Bisweilen ist es üblich, den Junggesellen einen Umtrunk oder einen kleinen Imbiss als Anerkennung zu reichen. Eine besondere Form des Allerseelensingens ist in der Gemeinde Schaven bekannt, wo einige Messdiener während des Umgangs die Kirchenglocken läuten. Hier sammelte man das Geld in der Totenlaterne, die bei einem Begräbnis hinter dem Sarg hergetragen wurde. Dies macht den ursprünglichen Gedanken des Totenopfers sinnfällig, der dem Allerseelenbrauch zugrunde liegt.
Das Allerseelengebet geht vermutlich auf volkstümliche religiöse Vorstellungen zurück, durch gute Werke die Verstorbenen aus dem Fegefeuer zu erlösen. Nach diesem Verständnis können die Hinterbliebenen für das jenseitige himmlische Heil der armen Seelen sorgen, wenn sie in ihrem Namen Spenden und Almosen geben. In den Familien war früher das Rosenkranzgebet üblich, wenn man gemeinsam die Brabbler erwartete. Gott grüße euch allen Ehren, die ihr darin seid. Gott grüße die armen Seelen, die im Fegefeuer sind, Die Gäste auf der Brücke lüten sind da, wie auch in ihre Jahre und sind voll in ihre Glas. Und wer der Glas noch brücken will, der muss jetzt früh aufstehen, Und wer den Dreck noch knüllen will, der darf sich schlafen jagen, Jungen Fräuschen waren Ehren, sie ließ die Mädel schon. Die gaben 7 Eier und ließen 10 Millionen. Ja, noch mehr als Jungen. Die Gaben, die uns gibt, die tun euch selber an den Weg zum Ebenleben. Da ist kein Zweifel dran, Junge. Die Naturalgabe kann vielleicht als Überbleibsel jener mildtätigen Spenden im Namen der armen Seelen angesehen werden, die früher weit verbreitet waren. Wir danken für die Gaben, die uns abgetan und sucht eure Seelen bei euch die Schritte schon, Mit dem Hersagen des mehrstrophigen, mundartlich gefärbten Allerseelen-Bittgebets, mit der Entgegennahme der armen Seelenopfer in Form von Geldspenden und mit den Dank- und Segenswünschen vollzieht sich in stets gleicher Form die Häusereinkehr der Junggesellen am Allerheiligen Nachmittag. Auf ähnliche Weise zogen früher in anderen Landschaften die Kinder an den Tagen Allerheiligen und Allerseelen von Hof zu Hof, wobei sie ihre Heischesprüche aufsagten und Brotgaben zum Troste der armen Seelen sammelten. Letztes Ziel der Kalmuter Junggesellen ist die Dorfgaststätte, wo sie am frühen Nachmittag aufgebrochen sind. Hier treffen sie am späten Abend ein, wenn sie ihren Rundgang durch das ganze Dorf beendet haben, bei dem sie in allen Häusern ein offenes Ohr für ihre Bitten gefunden haben. Wenn man das Allerseelenopfer auch bei der Wirtin sowie bei den Gästen, die sich trotz des eher besinnlichen Feiertags eingefunden haben, gesammelt hat, wird das Geld gezählt. Die Gaben, die uns gibt, die tut euch selber an den Weg zum Leben nehmen, da ist kein Zweifel dran, Wir danken für die Gaben, die uns abgetan, so freuen wir uns hier, wir hören die Stimme schon, Der Erlös ist als geistliche Spende gedacht. Der Pastor soll heilige Messen für alle Verstorbenen aus der Gemeinde, besonders für die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege, lesen. In der Voreifelgemeinde Firmenich wird die Geldkollekte, die beim Allerseelensingen zusammengekommen ist, für Altarkerzen und zum Unterhalt des Kirchengebäudes verwendet. Neuerdings kommt der Sammelerlös humanitären Zwecken zu. Hier in Kalmuth wird er seit einigen Jahren zum Beispiel in die Länder der Dritten Welt geschickt oder sozialkaritativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Die jungen Burschen, die hier das Allerseelenbrabbeln übernommen haben, sind nicht zu einem satzungsmäßigen Junggesellenverein zusammengeschlossen. 473 Mark 20. So viel haben wir für junge Jungen, aber nicht ja. Wie in vielen Eifelortschaften die organisierten Junggesellengemeinschaften, so wirken die unverheirateten Jugendlichen und Jungmänner
Auch hier während des Jahres bei allen brauchtümlichen Dorffesten mit. Sollen wir die Äpfel verdelen? So lang schwirrst du mit den Äpfel, wollen wir die auch verdelen? Ja, das ist ja. Durch das intakte Gemeinschaftsdenken, das sich auch im regen Vereinsleben spiegelt, bleibt der überlieferte aller Seelenbrauch erhalten. Das Obst steht den Sängern als Lohn zu. Ja, machen wir bei Pastor, ja, dann mit dir aufhängen. Beben, Luft hoch. Ja, dann lassen wir das. Ja, dann lassen wir das. Ja, dann lassen wir das. Eine Abordnung der Junggesellen bricht nun auf, um das gezählte Geld dem Pastor zu überbringen. Die übrigen bleiben in der Gastwirtschaft zurück, wo man bis zu deren Rückkehr in einer gemütlichen Runde zusammensitzt. Die Gespräche drehen sich um das beachtliche Ergebnis der diesjährigen Sammelaktion, auf das alle Mitwirkenden stolz sind. Guten Abend. Bring das Geld für alle Seelenmessen. Oh, ihr seid schon fertig? Ja. Da bin ich doch. Und kommt mal rein, stärk euch erstmal. Das Allerseelensingen der männlichen Dorfjugend in der Pfarrei Kalmuth und einigen anderen Eifeldörfern erinnert an das einstmals reich ausgeschmückte Brauchtum zum Troste der armen Seelen.